Hier ist die Lampe, die wir heute montieren müssen. Bild, so Sternenlampe. Das ist die Lampe noch eingepackt. Werkzeug und Montagematerial. Als allererstes muss man aber die Sicherung rausnehmen. Zuerst die Sicherung. Kochherd, Licht, Kochherd, Licht. Ich denke, es ist die. Oder die. Wollen wir probieren. Test. Jawohl. Kein Strom mehr drauf. Wenn wir noch schnell arbeiten, sonst ist das Tiefgefühl nachher aufgebaut. Okay. Jetzt wird die Lampe demontiert. Okay, Lampe demontiert. Lampe demontiert. Den Grundhalter demontieren. Da öffnen das System. Stellen die Lampe und das ist echt schön. Gut. Jetzt an diesen Löchern müssen wir befestigen und nachher da den Strom anschliessen. Ja, jetzt habe ich da ein Loch grösser machen. Es sind noch alte Decken, ich habe da keinen Platz, weil die neue Lampe ist flach. Jetzt habe ich da alles ein bisschen vergrössert, dass ich neu kann den Strom anschliessen kann. Muss ich verlängern, anschliessen, verlängern, dass sie in die neue Lampe reingeht. Die alten sind da relativ kurz gewesen. Ich habe jetzt die einfach neue Drähte gemacht, verlängert. Da ausgenommen, das Loch ausgenommen, damit ich die da kann versorgen mit dieser Aussparung. Und dann die neue Lampe, die flach ist, also da dann die Drähte kann ein bisschen schlau durchs Loch durchnehmen. Weil die neue Altlampe hat da so eine Aussparung gehabt. Die neue ist flach drauf. Aber ich denke so, jetzt sollte das gut funktionieren. Wenn wir hier mal schauen, die neue Lampe müssen wir auch neu befestigen. Wenn man hier durch das Loch geht, dann haben wir hier zum Beispiel so. Die Frau fragen, ob das gut ist oder etwas anders. So. Ist das eine gute Position? Ja, gut. Löcher bohren mit Befestigung. Ja. Okay, das ist noch ein bisschen tricky da. Ich kann jetzt blau mit blau verlängern, einfach dass die gleiche Farbe ist. Eigentlich ist blau heutzutage der braun, also der ist plus, der hat Strom drauf. Der gelb wäre eigentlich minus, den habe ich jetzt halt mit braun verlängert, das ist vielleicht nicht schleust, gut, ich weiss es. Und da ist die Erdung einfach mit einem gestrichelten, das stimmt nach wie vor. Jetzt probieren wir da eigentlich die Löcher zu bohren für die Befestigung der Lampe. Das ist halt Beton, da brauchen wir eine andere Maschine. So, die Löcher sind gemacht. Wir haben hier noch die Dübel rein. Ich hoffe, dass wir es richtig gemacht haben. Da, zu der Dübel keine Grösse draufsteht, nichts.
Wenn es ein Fünferloch gemacht hat, scheint ein bisschen knapp zu sein. Die Lampe haben wir aufgemacht, ist fixiert. Jetzt, wenn wir die anschliessen, ich habe die gut genug lang gemacht. Blau ist zu blau. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Jetzt gehen wir über die Sicherung rein und dann ausprobieren, ob es geht. Gut, Sicherung ist drin. Jetzt probieren wir, ob es funktioniert. Ja, okay. Richtig gemacht. Jetzt noch die Verschalung drauf, dann ist fertig. Merci fürs Zuschauen. Bin ich amateurhaft der Lampe montieren.